Ja, also dass Arbeit krank machen kann, das sehen wir tagtäglich, wenn ich mit den betroffenen Kollegen, vor allen Dingen im Krankenhausbereich unterwegs bin, die heulen und sagen, ich schaffe meine Arbeit nicht mehr. Und wenn wir jetzt fragen, was hat sich getan in der Arbeitswelt in den letzten Jahren, stellen wir fest, viele arbeiten inzwischen in Teilzeitstellen, in Minijobs, mit befristeten Stellen, in Leiharbeit, Werkverträgen und so weiter. Und der Effekt ist steigender Stress, Burnout. Und eine wahnsinnig große Zahl von Überstunden, die dann auch nicht mehr bezahlt werden. Also in der Bundesrepublik haben wir eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft. Das heißt, wir haben eine Rekordzahl an Erwerbstätigen, weil die Arbeitszeit höchst ungleich verteilt wird und in erster Linie integriert wird über unsichere, unwürdige, wenig anerkannte, schlecht bezahlte Jobs, also über prekäre Arbeit. Und das ist eine völlig andere Situation, als wir sie noch vor 30 Jahren hatten, mit Normalarbeitsverhältnissen, die dann wirklich auch Vollzeitbeschäftigung und mehr als auskömmliche Löhne bedeutet. Wir haben in der letzten Zeit Arbeitsmarktzahlen, die oberflächlich gut aussehen. Aber wir sehen, der Arbeitsmarkt spaltet sich immer mehr. Es gibt einige, die viel zu viel arbeiten, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Es gibt andere, die viel zu wenig arbeiten, die gerne mehr arbeiten wollen. Es gibt einige, die es schaffen, gute Tarifabschlüsse zu erkämpfen mit starken Gewerkschaften, mit auch konfrontativen Kämpfen. Es gibt andere, die ausgegrenzt sind in Randbelegschaften und die von dieser Entwicklung nichts haben. Dazu gehören häufig klassische Frauenberufe. Die Frauen verdienen in Deutschland nach wie vor 21% weniger als Männer. Das heißt, wir arbeiten im Durchschnitt jeden fünften Tag umsonst für lau. Und da muss auch die Politik sagen, wir schieben dem Riegel vor. Die Beschäftigten sind heute weiblicher, migrantischer, prekärer, mehr im Dienstleistungsbereich. Und wir wollen quasi schauen, dass die Interessenslage zusammenkommt in einem Begriff des Normalarbeitsverhältnisses, wo sich alle wiedererkennen können. Egal, ob du Reinigungskraft im Krankenhaus bist, ob du in der IT-Bude arbeitest, ob du bei Amazon von Band zu Band hetzt. Jeder muss von seinem Lohn leben können, gut leben können und sich eine lebensstandardsichernde Rente ansparen. Die Menschen müssen ihre Zukunft planen, also müssen in sozialer Absicherung arbeiten, unbefristet. Drittens, alle müssen unter Tarifverträge fallen. Das darf nicht die Ausnahme sein, sondern muss wieder die Regel sein. Viertens, Leben und Arbeiten muss in Übereinklang gebracht werden. Wir haben die etwas schizophrene Situation, dass ein Teil der Bevölkerung unterbeschäftigt ist, mit Mini- und Midi-Jobs, mit 10-Stunden-Verträgen, mit unfreiwilliger Teilzeitarbeit, davon kaum leben kann, geschweige denn eine Rente ansparen kann. Ein anderer Teil ist quasi strukturell überbeschäftigt. Wir machen Überstunden, die Arbeitszeit ist oft entgrenzt. Da brauchen wir eine neue Normalität und das heißt eine neue Initiative zur Arbeitszeit. Die Arbeitszeit muss mehr um die 30-Stunden-Woche kreisen. Sie muss stärker den Lebenslagen angepasst werden, deswegen haben wir gesagt Wahlarbeitszeiten. Und es muss auch eine Höchstarbeitszeit geben, die sehen wir bei 40 Stunden im Arbeitszeitgesetz und nicht wie heute bei 50 oder 60. Und gleichzeitig aber auch ein Recht auf Mindeststunden. Und da sagen wir, jeder muss das Recht haben, mindestens 22 Stunden arbeiten zu können, sozialversicherungspflichtig. Und wir brauchen mehr Mitbestimmung. Wenn wir es schaffen, die Ist-Situation auf dem Arbeitsmarkt wieder dahin zu bekommen, dass wir eine ganz andere Ausgangssituation haben, eben halt ein normales Arbeitsverhältnis. Ich habe einen Job, der ist unbefristet, der ist gut bezahlt, der ist tarifiert, da gibt es Mitbestimmungsstrukturen. Wenn wir so eine Ausgangssituation haben, dann wäre es für uns auch als Gewerkschaften, in den progressiveren Tarifkampf zu kommen, auch viel einfacher. Ich glaube nicht, dass wir es als Gewerkschaften hinbekommen, zu sagen, ey, passt mal auf, jetzt gehen wir mal alle auf die Straße, sondern dafür braucht es eine gesellschaftliche Bewegung. Es ist ganz offenkundig, dass die gesamte politische Linke Schwierigkeiten hat, das Zentrum der Arbeitnehmerschaft, der Lohnabhängigen überhaupt zu erreichen, die Klasse zu erreichen. Die Sozialdemokratie hat einen Teil der Arbeitermilieus einfach aufgegeben, kann man sagen, mit der Wende zur Agendapolitik. Die Linke hat da noch nicht richtig Fuß gefasst. Die Grünen verkörpern ganz andere Milieus. Und da entsteht ein Vakuum. Wir haben auf der einen Seite richtig ein neues Aufbegehren, Ende der Bescheidenheit in den Betrieben, selbst im Osten der Republik. Auf der anderen Seite kommt das aber nicht an im politischen System oder es kommt nur auf der Rechten an. Und ich glaube, dass ein entscheidender Grund ist, dass es an Zukunftsvisionen fehlt. Dass es da einfach
Fantasie braucht. Und deshalb finde ich das einen sehr guten Versuch, mit dieser Diskussion um das neue Normalarbeitsverhältnis da endlich mal einen langen Pass zu spielen. Und deswegen gehört das alles zusammen, der Kampf um höhere Löhne mit dem Kampf um feste Arbeitsplätze, gegen die Befristung, gegen solche Modelle wie Werkverträge oder Scheinselbstständigkeit, weil wir auch überhaupt eine gewisse Verlässlichkeit von einem Arbeitsverhältnis brauchen, damit die Leute sich dann trauen, im Betrieb aufzustehen, mitzureden, mitzubestimmen, vielleicht sich in Betriebsrat wählen zu lassen und wenn es nicht anders geht, eben auch auf die Straße zu gehen und zu streiken. Dafür braucht man eine gewisse Basis. Also in unseren Arbeitskämpfen erleben wir immer öfter, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die unterschiedlich gestellt sind, unterschiedlich verdienen, die einen kämpfen dafür, die anderen haben das schon, die trotzdem gemeinsam Seite an Seite zusammenstehen, sich solidarisch zeigen und eben genau beweisen, dass sie sich nicht spalten lassen. Und ich finde, das ist ein Grund zur Hoffnung, im Sinne von Solidarität und gemeinsam zusammenstehen. So haben wir verschiedene Akteure in der Gesellschaft, die an einem Konzept arbeiten können, an ganz verschiedenen Enden. Das heißt, wir führen die Interessen zusammen, sodass, wenn wir mal reden von den Lohnabhängigen oder Verarbeiterinnenklasse, dass die wieder ein gemeinsames Bewusstsein, ein gemeinsames Wir bekommt, von ihren Interessen, die sie gegenüber der Kapitalseite durchsetzen muss und auch gegen den politischen Regierenden.